Kraft durch Chancengleichheit. Das Beste aus jedem Stamm. Unter diesem Motto arbeitet die Firma Schaffer Holz in Eppenstein bereits seit 1914. Was damals klein begonnen hat, ist heute ein erfolgreicher Betrieb auf 3 Produktionsstandorten mit rund 160 Mitarbeitern. Beliefert werden namhafte holzverarbeitende Unternehmen im In- und Ausland. Steckenpferd des Unternehmens sind vor allem die Mitarbeiter. Schaffer Holz beschäftigt ausschließlich Fachleute, die ihr Bestes für den Kunden geben. Und auch das Thema Chancengleichheit wird im Unternehmen gelebt. Ich bin jetzt für den Verkauf nach Italien zuständig. Arbeit viel mit Vertretern, auch direkt mit den Kunden. War am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich nicht gewusst habe, wie eine Frau akzeptiert wird, aber es macht mir Spaß und es gibt überhaupt keine Probleme. Also, die sind wirklich alle ganz nett. Inwieweit ist Ihnen die Firma Schaffer entgegengekommen, um Ihre Träume und Wünsche zu realisieren? Und wurde es auch irgendwie unterstützt in Form von Sprachkursen oder so? Bevor ich begonnen habe, wurde ich 3 Wochen nach Rom geschickt zu einem Sprachkurs. Und durch das dann eigentlich habe ich mich da ein bisschen eingelebt und das funktioniert alles super. Und ich habe auch immer wieder Kurse bei uns in der Region und auch Verkaufstraining und alles, was so dazugehört eigentlich. Wir machen da keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, die Leistung zählt und das ist einfach das Vorrangige, die Einstellung zum Betrieb und das eben bei der Frau Dier ist es natürlich, also steht sie 100% zum Betrieb, wie die meisten anderen Mitarbeiter auch bei uns. Es war aber auch unser erster Lehrling, den wir ausgebildet haben, war ein weiblicher Lehrling, eine Holztechnikerin, die wir ausgebildet haben. Trotz vieler Skeptik, die wir gehabt haben, hat sich das durchaus bewährt. Ja. Ein gutes Betriebsklima, hohe Mitarbeiterzufriedenheit und ausreichend Entfaltungsmöglichkeiten sind die Erfolgsfaktoren von Schaffer Holz in Eppenstein. Mit Unterstützung vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, der Europäischen Union und dem Land Steiermark.